So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Folge 21 von Clicker Hero. So. Jo. Was geht ab? Gute Frage. Genau. Ja, die alte Sensing, die ist halt durch, ne? Ansonsten fällt mir gerade auch nichts ein. Der Himmel ist blau, nein, ist er nicht, er ist dunkel. Fürs Protokoll, es ist gerade 9:30 Uhr, also 9:30 PM. Oder auf Deutsch 21:30 Uhr. Auf jeden Fall sehr spät. So, was wir hier machen, ist auf jeden Fall mal. Da können wir. Ne, mehr können wir nicht. Also, bringt aber auch nicht allzu viel, wie ich gerade feststellen muss. Dann mache ich mal vielleicht noch das und das und das und das. Vielleicht hat das schon ein bisschen mehr. Auch nicht allzu viel. Okay, wir haben 3E7 erreicht. Das ist. Gerade mal in Anführungszeichen das Tausendfache. Liegt aber auch daran, dass unsere Engines hier nicht so optimal sind. Die nächste Ascension dürfte definitiv schneller sein. Deswegen war das jetzt auch nur eine relativ kurze Ascension. Aber egal. So. Bam, dann speichern wir das Ganze mal. Ja. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Du kommst auf jeden Fall mit rein. Du auf ihr aller jeden Fall. Können wir auch mal machen, ganz ehrlich, komm. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Genau, den wollte ich noch. Genau. So, sollten wir jetzt eigentlich soweit alles haben, oder? Den können wir eigentlich auch. Nee. So, okay. Ja, sollten wir soweit erstmal alles haben. Das heißt, wir machen die wir haben. Gucken wir erstmal 2E6. Ist ja quasi schon fast das Limit. Mehr geht ja gar nicht. 2 wird zu teuer. Wir lassen den mal auf Level 20. Genauso kommst du auch auf Level 20. 2E6. Ist mir offen gesagt zu teuer. Wir machen hier mal. Die andere machen wir mal auf Level 15. Haben wir noch ein. Also erstmal die alten machen, ne? Das war schon. Gott, hatten wir viele, wenig Agents. Das erklärt doch, warum wir gerade mal bei Level. Bei 2E7 sind. Lol. So, okay. Dann gucken wir mal jetzt weiter. Wer ist noch teuer? Du bist noch teuer. Dann kommst du mal auf 15. Du kommst auf Level 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 15. So. Jetzt kommt der hier, der mittelteure, damit wir den auch hinter uns haben. Ja, reicht erstmal. So, jetzt sollten wir eigentlich nur noch die ganzen ganz preiswerten haben, wobei wir da auch gar nicht so viele haben. Und es hört sich in Grenzen. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Bis 1000 sollten wir die mindestens schaffen können. Na, viel weiter auch nicht. Ab jetzt wird's teuer. Ich sag mal, 2000 ist drinne. Mehr aber auch nicht. Okay. Gut. 2000. Das heißt 1950. Tausend.
1949. Lala. Ah, schon sinkt unser Gehalt relativ stark. So, 1,5 E7 haben wir jetzt noch. So können wir erstmal. Achso, siehst du, ich konnte hier auch erstmal hier BAM machen. Hopp. Dann haben wir hier mal. So. Dann speichern wir das Ganze sicherheitshalber erstmal, bevor ich hier noch weitermache. Denn mir fällt so erstmal nichts ein. Nö, das sieht eigentlich alles relativ gut aus. Viel mehr Sachen machen jetzt hier gerade auch nicht allzu viel Sinn. Ich gucke nur gerade, ob ich gerade was übersehen habe hier, aber ist alles im grünen Bereich. Okay. Kann ich bei dir noch ein bisschen was machen? Nee. Also wenn, dann höchstens noch hier einige von denen hier auf ein Level her. Zum Beispiel die hier für DPS sorgen. Also da. Dich zum Beispiel. Und wer war noch DPS? Dich zum Beispiel. So. Jetzt sollten wir definitiv gut sein. Alles andere macht eher keinen Sinn. Dann sorgen wir mal jetzt hier dafür da. Achso, jetzt noch weitergehen. Dankeschön. Und Dankeschön. Dann sorgen wir erstmal hier für die ganzen Vergoldungen. Springen wir auch endlich mal ins Spiel. Alle auf Frostleaf. So. Und dann haben wir noch 1E7 Heroes Holz übrig. Das sollte relativ gut sein. Sehe ich erstmal gar keine Probleme. Außer, dass gerade das Geld hier ausgeht. Mann. Sind wir ärmlich. Aber die Goldies haben wir alle, ne? Genau, hier haben wir die drei Goldies und den Typen haben wir auch. Sehr schön. Aber dann haben wir eigentlich soweit alles. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir jetzt bei der Ascension kommen. Jetzt sind wir ja was. Alter, ich finde diesen Grafikfehler hier immer voll witzig. Dass er mit so extrem niedrigen Werten nicht klarkommt, ne? Ich meine, minus. Ich hätte wohl, das soll minus 0,102 heißen. Aber das ist ganz schön Verrechnung. Ich meine, minus 0,102E5 würde bedeuten, dass, ne, also ungefähr 10.200 unter 0. Wie kann sich eine Funktion so stark verrechnen? Sehr seltsam. Vor allem, warum zeigt er hier nicht einfach das an, was wir erreicht haben, sondern berechnet diesen Wert neu? Weil eigentlich könnte er doch einfach den Wert übernehmen, so wie er war, als wir ascended haben. Das würde bedeuten, dass er jetzt den Wert anzeigt, den wir jetzt gerade haben. Warum berechnen die hier erst extra einen neuen Wert, nur damit er dann falsch dargestellt werden kann? Das macht ehrlich gesagt nicht wirklich viel Sinn. Kann sein, dass da irgendeine. Ja. Keine Ahnung. Typisch objektorientierte Programmierung. Da ist wohl irgendein Wert protected, auf den nicht zugegriffen werden kann, hä? Zu wenig geht das Set damit tun, meine lieben Damen und Herren. Ja. Aber gut, lassen wir das. Ich weiß gar nicht, ob man. Wie gesagt, ich selber habe noch nie in Flash programmiert, muss ich ganz offen dazu sagen. Also, ich habe keine Ahnung, wie Flash funktioniert. Ich weiß nicht mal, wie das grob funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob jetzt Flash-Spiele programmiert werden oder geskriptet werden oder ob das irgendwelche grafischen Editoren gibt, wo man da nur irgendwelche Blöcke verbindet, wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Aber ich schätze mal, wenn Flash auf eine Programmiersprache beruht, dann ist sie auf jeden Fall objektorientiert. Aber ich glaube mal fast eher, dass Flash eine Skriptsprache ist. Ne? Aber wie gesagt, weiß ich nicht. Weil Java zum Beispiel ist ja eine. Ist halt eine Byte-Interpretersprache. Ne? Das heißt also, Java an sich ist ja objektorientiert, aber man erstellt da halt kein Binary-Code, der direkt vom Prozessor ausgeführt wird.
sondern man erstellt da quasi Bytecode, der dann von der Java VM zur Laufzeit interpretiert wird. Sogenannter Bytecode. Was ja auch der Grund ist, weswegen Java zwar zum einen plattformunabhängig ist, ne? Zum anderen aber auch extrem langsam ist. Weil halt um einen Befehl in Java auszuführen, muss der Prozessor, naja, je nachdem, ein paar Dutzend bis einige tausend reelle Instruction ausführen, sag ich jetzt mal. Deswegen mag ich persönlich ja auch Java nicht so unbedingt. Weil Java hat seine Vorteile, aber wenn man Java an Stellen einsetzt, wo es einfach keinen Sinn macht, dann hat man da zu unnötigen, ja, ne, macht keinen Sinn, hat aber Nachteile in Bezug auf Effizienz. Und ich bin ein Mann der Effizienz, bei mir muss alles schnicki gehen. Naja. Aber gut. Ich glaube, darüber habe ich schon mal geschwafelt. Von daher müssen wir das Thema jetzt nicht nochmal durchkommen. Du kommst darauf, denn sollten wir eigentlich soweit alles haben. Haha, 2E14, das dauert noch ein bisschen. Das dauert halt auch noch ein bisschen. Also jetzt mache ich für heute sowieso die letzte Aufnahme. Das heißt, die nächste Aufnahme werde ich dann morgen früh machen. Daher haben wir dann wieder also 9. Und da können wir dann auch hier wieder machen. Ne? Ist ja jetzt auch noch alles erst in 4 Stunden. Da haben wir also auch schon alles abgefrühstückt. Boah, von daher sollten wir soweit eigentlich fertig sein. Achso, ich kann ja hier noch machen, so und so und so. Jo, sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass ich das in der Essential schon schaffe, auf Web.wet umzusteigen. Obwohl, warte mal ganz kurz, wir hatten ja E7. Ach, keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie wir ungefähr waren, als wir auf Web.wet umsteigen konnten. Aber ich sag mal so, das World Wide Web ist noch lange hin. Ja. Von daher, mal gucken, aber ich glaube nicht. Noch bleiben wir also erstmal bei Frostleaf hängen. Und morgen früh gucken wir dann weiter. Also für euch, keine Ahnung, wann die Folge jetzt rauskommt, ist ja jetzt gerade die. Wie viel der Folge ist das gerade? Es ist gerade die 21. Folge, es ist also für euch heute die erste Folge. Ne? Weil jede Ungerade kommt immer, ist die erste und jede Gerade ist dann die zweite Folge pro Tag. Ich werde immer pro Tag 2 veröffentlichen. Das heißt, für euch kommt die zweite Folge, die für mich erst morgen kommt, kommt für euch heute direkt im Anschluss. Ah ja. Dafür war es ja bisher andersrum, ne? Ich habe heute 7 Folgen oder. Wie viele Folgen habe ich heute aufgenommen? 9. Genau, ab der hier habe ich auf. Also ich habe heute 5 Folgen aufgenommen. Holle, die Waldfee. Fett. Echt voll krass geil. War heute mal wieder voll produktiv, aber gut, ganz ehrlich, bei solchen warmen Tagen, da kannst du auch nichts anderes machen. Jutschen, wenn du sagst, sollte das für die Folge erstmal gewesen sein? War mal wieder eine relativ kurze Folge. Aber wie gesagt, die Folgen jetzt in Zukunft, die werden auch nicht länger werden. Ne? Die einzigen Folgen, die immer mal ein bisschen länger werden, sind die mit Transcension. Aber ansonsten werden die Folgen so. Außer halt die Folgen, wenn wir hier sowas machen wie hier, ne? Die Typen da. Aber ja. Hütchen, würde ich mal sagen, ich bin schon wieder Fenstermodus. Oder die Waldfee. Würde ich mal sagen. Speichern wir noch schnell und dann sind wir durch. So, na dann, bis dann. Tschüss.